Hallo, hier ist wieder Lisaki. Heute stelle ich euch den Manga Another vor. Wer meine anderen Videos verfolgt hat, der wird vielleicht merken, dass ich drunter geschrieben habe, dass ich den ziemlich gut fand. Und ich bin auch, nachdem ich den fertig gelesen habe, den ersten Teil, noch immer davon begeistert. In Another geht es um den jungen Koichi, der halt in dieses Dorf kommt, Stadt. Weil sein Vater ein vielbeschäftigter Mann ist und der weg ist. Und er wohnt dann halt, glaube ich, bei seiner Tante oder sowas. Also seine Großeltern besucht dort halt auch seine Tante, weil seine Mutter hat früher da gelebt. Er ist halt anfangs im Krankenhaus und verpasst dann den Schulstart und trifft dort halt so ein Mädchen an. Die geht wohl auch angeblich in dieselbe Klasse wie er und stellt sich heraus, dass er der Einzige ist, der sie sehen kann. Er hat irgendwie so einen Augenblick verpasst, wo er versteht, warum sich in dieser Schule alle so seltsam verhalten. Und er versucht das jetzt halt herauszufinden, aber keiner möchte mehr mit ihm darüber reden, was vor 20 Jahren passiert ist und was seitdem in dieser Klasse 3, meine ich was, jedes Mal wieder aufs Neue passiert. Ja, ich zeige euch jetzt einfach nochmal was von innen. Halt anfangs wieder schön farbliche Bilder. Das ist halt dieses Mädchen, was auch vorne auf dem Cover war, was er sich wohl nur einbildet. Dann teilweise finde ich immer schöne Bilder dabei. Ich mag auch die Zeichnung hier bei dem extrem. Das ist halt Koichi. Und der war halt hier im Krankenhaus. Und da hat er halt dieses Mädchen getroffen, gesehen. Das ist seine Tante. Und hier kommt er halt neu in die Klasse, also ist, wie gesagt, neu dort. Ja, das sind dann halt seine zukünftigen Freunde, die aber auch alle mehr oder weniger darüber schweigen. Die versuchen zwar ab und zu immer anzusprechen, aber irgendeiner wirkt es dann immer ab. Auffällig ist halt, dass keiner darauf reagiert, wenn er sich was von wegen sagt. Hier, was ist denn mit dem Mädchen da? Wer ist die und die? Weil halt keiner die wahrnimmt. Da gibt es auch so ein paar Rituale an dieser Schule, wie zum Beispiel hier auf dem Dach. Er muss mit dem einen speziellen Fuß das Dach verlassen. Wenn er das mit dem anderen tut, dann würde er sich verletzen oder was. Da gibt es halt so verschiedene Rituale. Da gibt es halt auch mal Neu- und Altbau und ja. Das war ein Zeichenkurs, der ist im Altbau. Das ist halt so eine typische Schule, sag ich jetzt mal. Dann gab es hier auch irgendwo so ein Puppenhaus. Ich meine, wir sind gerade schon an dem ersten Mal, wo es vollkommen vorbeigeblättert. Hier, das ist zum Beispiel ein Puppenhaus. Und da erfährt er halt etwas, was vor dem, mit vor 20 Jahren war, von diesen Mädchen, was nur er sieht, wo aber auch keiner wirklich drüber spricht. Ja, dann sind halt hier am Ende noch Prüfungen, da passiert dann das richtig was, wo ich die Seite eigentlich sehr gerne überblättern würde, weil das sonst euch die ganze Spannung nimmt. Ja, ist halt wieder Mystery, wie die meisten von mir. Kostet genau 7 Euro, was mich doch irgendwie sehr begeistert hat. Ich finde dieses scheiß Kleingeld einfach nur nervtötend. Ja, vom Cover hinten so ein schönes Bild, was mir auch immer sehr gut gefällt. Das hat mir schon bei Scary Lesson immer super gefallen. Ist bei E-Machine. Ja. Ist halt der erste Band. Wann der zweite rauskommt, weiß ich jetzt nicht. Könntet ihr selbst auf Amazon gucken. Ansonsten, wenn der zweite rauskommt, werde ich einfach mich mal melden. Denke ich. Und wenn es nur einen Kommentar ist. Autor Yukito Ayatsuji und Zeichnungen sind von Hiro Kiyohara. Ja. Okay, bis dann.